Wir haben ein Buch geschrieben. Wir haben ein Buch geschrieben über Deutschland und Schönheit, weil wir uns die Frage gestellt haben, was ist schön und was ist deutsch? Geht es zusammen? Geht es nicht zusammen? Und dann haben wir gesagt, wir schreiben ein Buch ohne irgendwelche Theorielastigkeit. Ganz banal nach der Frage, was finde ich schön? Was finde ich schön in Deutschland? Dann haben wir es in unseren Texten immer verglichen mit dem, wie es in anderen Ländern zugeht. Die Tatsache, dass wenn jeder von uns über Schönheit nachdenkt, man draufkommt, das, was man schön findet, letzten Endes sehr viel mit einem selbst zu tun hat, aber eben mit der Geschichte unseres Landes. Naja, das Spannendste war ja, dass wir gar nicht wussten, wohin uns die Reise führt. Wir haben ja sozusagen gebrainstormt, haben Themen verworfen, weil sie auch zu abgelutscht sind. Aber man kann sich Gedanken machen, ob es sowas gibt wie ein speziell deutsches Frühstück. Und auf einmal denkt man sich dann, yes, stop a lot. Das English Full Breakfast ist ein bisschen was anderes als der Milchkaffee und das Croissant. Ja, wir haben uns dann gefragt, wie riecht eigentlich Deutschland? Das haben Sie sich gefragt. Ich wäre gar nicht auf die Frage gekommen. Ein Buch zu zweit zu schreiben, ist ja ein ganz unglaubliches Abenteuer. Meine gut, Ihnen geht es wahrscheinlich auch so als Wissenschaftler, als Soziologieprofessor. Sie haben Ihre Bücher ja auch immer in eigentlich Einsamkeit geschrieben. Genau. In gewollter Einsamkeit, genau wie ich als Journalistin. In notwendiger Einsamkeit. In notwendiger Einsamkeit. Und bei diesem Buch haben wir gesagt, nein, wir möchten es gerne zu zweit schreiben, weil wir eben diese unterschiedlichen Blickwinkel haben, weil wir aus zwei Generationen kommen, ein Mann, eine Perspektive vielleicht anders hat als eine Frau. Jeder von uns schreibt zu einem Thema ein Essay. Wir stehen damit im Dialog, wir widersprechen uns, wir streiten uns ordentlich. Einer macht den Anstoß in aller Regel und sagt, ich finde was auch immer schön. Und dann sage ich, nee, Sie haben ja wohl oder schon mal. Doch. Ja. So ist auch gut. Unglaublich an dieser Erfahrung war für dieses Buch, dass jeder von uns gelernt hat, dass es möglich ist, es ist noch viel besser, dass es richtig Spaß und Freude macht, gemeinsam zu schreiben. Und es wurde immer besser. Wir wussten, wir haben uns so einander so vertraut, weil wir wussten, es wird besser. Ja, das Buch war ein großer Glücksfall. Das kann man sagen. Wir hoffen, dass dieser Spaß auch Sie ansteckt beim Nachdenken darüber, was ist deutsch und was ist schön.